So, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Ja, im letzten Part haben wir ja hoppala, ich muss mal wieder ganz kurz mit der Maus da rein. So, jetzt funktioniert die Steuerung auch wieder. Ach ja, im letzten Part haben wir ja ein paar Sachen gemacht. Was haben wir im letzten Part gemacht? Ich kann nur wiederholen, was wir in der letzten Aufnahmesession gemacht haben, weil das war eine Stunde Aufnahmesession. Die letzten drei Parts habe ich alle da aufgenommen. Wir haben den Flugunterricht gemacht, wir haben dies und das gemacht und es ist eigentlich nur ein Tag vergangen, seitdem ich das aufgenommen habe, aber ich habe vergessen, was wir machen sollen. Schlafen gehen. Könnte man machen, aber wir haben ja im letzten Part, das weiß ich nämlich noch, haben wir nämlich noch das Zaubertrankfläschchen gefunden und das bringen wir erstmal wieder zum ursprünglichen Besitzer zurück. Das denke ich mal macht Sinn. Wir haben die Expelliarmus-Herausforderung mehr oder weniger bestanden. Also, ich habe mich nicht sonderlich gut angestellt, sagen wir es so. Und wir haben den zweiten Tag des Spiels, ja. Und das Problem ist, ich habe absolut keine Ahnung, was an der zweiten Nacht passiert ist. Also, das Spiel ist ja immer aufgebaut in Tag-Nacht-Zyklen, ne? Und früher konnte ich ganz genau sagen, was an welchem Tag passiert, aber jetzt irgendwie überhaupt nicht mehr. Und ich will mal ein bisschen Bohnen sammeln noch, damit wir in der Nacht dann als erstes zu Fred und George gehen können. Denn es sind ein paar Sachen, die wir machen müssen, beziehungsweise kaufen wollen, sollten, können. Was? Ich weiß es selber nicht. Nein, geh doch da weg. Ich will doch nur die Bohnen. Die guten Bohnen. 58 von 100. Weil ich bin der Meinung, man kann noch erhöhen auf 150 Bohnen. Ich glaube schon. Und wir brauchen ja auch noch das Alohomora-Buch, denn im Verteidigung gegen die dunklen Künste Klassenzimmer war eine Truhe, wo wir Alohomora brauchen werden. Und Alohomora, das Zauberbuch, das kostet 100 Bohnen, das weiß ich. Dementsprechend sollten wir eventuell die 100 Bohnen schon mal fertig machen, weil Alohomora werden wir in diesem Spiel ein paar Mal benötigen. Auch wenn ich mich trotzdem frage, wieso es da das Buch einfach so zu kaufen gibt bei Fred und George. Weil in allen anderen Spielen ist es ja eigentlich so, dass man eine Herausforderung dafür bestehen muss oder man bekommt es irgendwie durch Hermine beigebracht. Das war ja, glaube ich, im ersten Teil, ne? Ne, im ersten Teil war man ja in dem, in Anführungszeichen, Duell gegen Draco Malfoy. Und da hat man sich das Buch dann ja aus der Bibliothek geholt, soweit ich weiß. Wenn meine Erinnerungen mich da nicht trügen, weil man muss auch mal überlegen, auch wenn das Let's Play später veröffentlicht wurde, ich habe es ja erst 2018 aufgenommen, ne? Und das ist jetzt auch schon wieder 4 Jahre her, das darf man nicht vergessen. Das sind so allgemeine Sachen. Ich habe so viel 2018 eigentlich aufgenommen. Auch einige Sachen, die tatsächlich noch nicht veröffentlicht sind. Unter anderem auch Sachen, bei denen ich mir ehrlich gesagt nicht sicher bin, ob ich sie jemals veröffentlichen werde. Denn ich habe es jetzt neulich auf meiner Festplatte wiedergefunden. Ich hatte mit Dave Danielson damals, ich denke mal, da kann ich jetzt offen mit drüber sprechen, hatte ich damals Metal Gear Solid 3 angefangen aufzunehmen, zu Let's Playen. Und naja, der eine oder andere, der sich an Dave erinnert, der weiß ja ungefähr, was dann passiert ist 2018. Also 2017 habe ich angefangen, die Aufnahmen mit ihm zu machen und ja, ich sage mal so, wir kamen und werden auch niemals dazu kommen, das Let's Play fertig aufzunehmen. Denn Dave ist ja leider Gottes im Juni 2018 verstorben. Ja. Und dementsprechend, ich habe halt die Aufnahmen, die wir bis dato gemacht haben, habe ich noch auf der Festplatte, so ist es nicht. Aber ich bringe es irgendwie nicht übers Herz, sie auf öffentlich zu stellen. Beziehungsweise ein paar Parts müsste ich auch noch... Ach komm, das ist jetzt Verarsche. Ein paar Parts müsste ich auch noch bearbeiten, beziehungsweise zusammenschneiden. Ja.
Ärgerlich, ärgerlich. Dann habe ich mit Lisa bzw. Isu habe ich 2018 auch noch ein Mario Let's Play aufgenommen. Ja. Und das muss ich auch noch schneiden, aber das macht technische Probleme, weil da ist die Tonspuren sind komplett kaputt gegangen. Das habe ich leider erst festgestellt, nachdem wir das gesamte Projekt aufgenommen haben. Vogel. Dementsprechend wird das Zusammenschneiden davon echt ekelhaft. Aber ich glaube, die ersten 6 Parts sind sogar schon hochgeladen, aber nicht veröffentlicht, weil ich halt eigentlich alles andere. Ich sollte mich da wirklich mal hinsetzen und das machen. Aber das Problem war bei dem Let's Play, dadurch, dass wie gesagt die Audiospuren so extrem verschoben sind, habe ich pro Part so ungefähr 2 Stunden gebraucht, um das zusammenzuschneiden. Huch! Gryffindor-Verdienstabzeichen verloren. Gryffindor verdient in der Nähe der großen Treppe verloren. Falls jemand es findet, bitte zu diesem schwarzen Brett bringen. Achso, da bekommen wir auch die Bildkarten für. Okay. Mich hat das jetzt nur gewundert, weil ich muss. 45. Dumbar Oglethorpe. Vorsitzender Quidditch-Verwaltung Quabble. Das ist nicht Quaffle. In der Nähe der großen Treppe. Das können wir uns noch holen. Das glaube ich nämlich zu wissen, wo das ist. Das ist nämlich tatsächlich direkt in der Nähe. Und dann gehen wir schlafen und dann gucken wir uns mal an, was die zweite Nacht so für uns parat hält. Ich habe nämlich ehrlich gesagt absolut keine Ahnung mehr. Ein bisschen merkwürdig. So, und wenn mich nämlich nicht alles täuscht, müsste das Abzeichen hier sein. Da ist es. Ja. Das weiß ich noch. Das habe ich, glaube ich, sogar im ersten also im Let's Play zum ersten Teil angemerkt, Angstvogel. dass da eins ist. Weil, wie gesagt, der Aufbau ist ja ziemlich gleich, ne, vom Schloss. Da hat sich nicht viel geändert. Das Einzige, was halt ist, ist, dass man weniger Ladesequenzen hat. Im zweiten Teil hat man halt viele Ladesequenzen. Im ersten Teil hatte man dann weniger, weil der erste Teil kam ja nach dem zweiten Teil raus. Ich weiß, das ergibt Sinn, aber was soll's. So. Teleskop verloren, Teleskop aus dem Astronomieturm gefallen und irgendwo in der Nähe der großen Treppe gelandet. Falls jemand das findet, bitte zu diesem schwarzen Brett bringen. Irgendwo in der Nähe der großen Treppe gelandet. Was? Nummer 46. Miranda Habicht. Ja. So, jetzt gehen wir aber schlafen. Schlafen gehen. Und damit ist der zweite Tag in Hogwarts abgeschlossen und die zweite Nacht folgt. Aber erstmal gucken, wie unser Punktestand ist. Jawohl, unser Punktestand ist. Gryffindor. Ui. Hä? Hufflepuff. Ja, okay. Kam auf jeden Fall gut was dazu bei uns. Ravenclaw. Und ich Idiot habe mir natürlich nicht gemerkt, wie viel. Slytherin. Schlicherin. 220 haben wir, richtig? Ah, verdammt. Warte mal. Ja, 220 haben wir. Und hier ist eine kleine Mücke auf meinem Monitor. Das ist doof. Naja, der Sommer startet. Da ist das mit dem Krabbelfiech immer so eine Sache, ne? So, wollen wir mal gucken, was die Nacht für uns bereithält. Ich bin gespannt, wahrscheinlich wieder irgendwo umherschleichen. So wie üblich. Wir müssen uns eine Ausgabe von Geschichte von Hogwarts in der Bibliothek besorgen. Warum? Um die Legende von der Kammer des Schreckens nachzulesen, natürlich. Natürlich. Und jetzt willst du, dass ich mich in die Bibliothek schleiche. Würdest du das tun? Oh, danke, Harry. Dieses Mal musst du allerdings in die verbotene Abteilung. Geh in den zweiten Stock. Kurz hinter dem Eingang zur Bibliothek hängt ein Porträt, durch das du hindurch kannst. Das Passwort ist Bibliophil. Gut. Zweiter Stock an der Bibliothek vorbei zum Porträt. Danke, Harry. Hüte dich vor den Vertrauensschülern. Oh Gott.
Ich hatte keine Ahnung, dass das jetzt schon kommt. Ich hatte es vermutet, aber ich hatte es gehofft, dass es nicht kommt. Das ist die beschissenste Aufgabe im gesamten Spiel. So viel kann ich euch sagen. Komm her, Amontillado. Oh, ich wusste nicht, dass die verbotene Abteilung jetzt schon kommt. Diejenigen von euch, die auch das erste Let's Play gesehen haben, wissen schon, wo wir hin müssen. Und ja, es sieht exakt so aus. Aber in diesem Teil hier ist es schwerer denn je. Wenn du zu etwas Fragen hast, dann scheu nicht, sie zu stellen. Wie viel kostet die Flasche Mega Power Trank? 100 Bertibots Bohnen in allen Geschmacksrichtungen. Wie viel kostet das Alohomora Buch? 100 Bertibots Bohnen in allen Geschmacksrichtungen. Ah, das ist jetzt eine fiese Sache. Ja gut, dadurch, dass das Alohomora Buch optional ist, haben die Entwickler mitgedacht. Wie viel kostet die Flasche Mega Power Trank? 100 Bertibots Bohnen. Ja, die Entwickler haben mitgedacht und bei den Aufgaben, die man so erledigen muss. Da passt sehr viel Mega Power Trank rein. Toll. So, jetzt haben wir zwei Fläschchen, das ist schon mal gut, weil wir wissen ja, ich bin nicht sonderlich gut. Ja, was ich sagen wollte, in den wichtigen, relevanten Aufgaben gibt es keine Alohomora-Türen oder Truhen oder sonst was, weil es nämlich alles, ja, wie gesagt, optional ist. So, und was wollte ich jetzt? Ich wollte Lumos. Auf B. Danke. Ja, damit wir hier rauskommen, ohne dass Percy, ich habe es gerade ein bisschen sehr merkwürdig ausgesprochen, gebe ich zu, ohne dass Percy uns erwischen kann. Oder zumindest, zumindest die Gefahr minimieren, ja? Du. Gut, die verbotene Abteilung. Also wenn es ganz glatt läuft, schaffen wir es in diesem Part in die verbotene Abteilung, aber ich wage es zu bezweifeln, weil der Weg dahin ist furchtbar. Also wirklich katastrophal. Ihr erinnert euch ja noch an die letzte Nacht, wo wir in die normale Bibliothek mussten, ne? Da sind wir ja schon fast einmal erwischt worden. Und ja, der Weg zur verbotenen Abteilung ist tausendmal schlimmer. Also wirklich tausendmal. Das ist, ich habe so schlechte Erinnerungen daran, dass, nee. Ich hatte auch bei der Bibliothek, hatte ich immer Schiss damals. Das muss man noch dazu sagen, eventuell. Das Spiel, beziehungsweise in GameCube, hat damals meine Mutter gekauft. Und meine Mutter auch so Harry Potter Fan und hat sich natürlich dementsprechend auch Harry Potter und die Kammer des Schreckens für den GameCube gekauft. Also dieses Spiel, was wir gerade spielen. Und sie hat das Spiel wirklich gesuchtet. Also wenn sie dann, man sollte vielleicht dazu erwähnen, sie ist Lastkraftfahrerin und dementsprechend am Wochenende immer da. Und dann hat sie das Spiel immer gespielt und ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht so videospielfreudig, süchtig, keine Ahnung, wie man es nennen möchte. Da kommt jetzt einer raus. Oh. Gehen wir mal schnell hier durch. Hier müssen wir nämlich hin. Und ab hier wird es richtig eklig. Irgendwo hier muss das Porträt sein. Die Kamerasteuerung ist nämlich für den Arsch. Das habe ich aber schon mehrfach angemerkt. Und da ist ein Vertrauensschüler, der hoffentlich nicht auf uns zukommt. Jetzt die Frage, wo geht er hin? Geht er zurück? Jetzt geht er nach rechts, okay. Jetzt ist bei dem allerdings die Schwierigkeit. Nein! Das hasse ich. Zurück in den Schlafsaal. Du kannst sie nicht sehen, sie sehen dich aber. Ja, den ganzen Scheiß darfst du dann immer neu machen. Und das ist die Sache, die ich hier hasse. Vor allem, es wäre ja noch nicht mal so tragisch.
Ja, wohl doch, es ist tragisch. Hermine meinte, ich müsste an der Bibliothek vorbeigehen, um das Porträt zur verbotenen Abteilung zu finden. Du darfst also immer wieder direkt von vorne anfangen, komplett von vorne. Ich dachte, man startet dann wenigstens da hinten in dem Raum, wo wir eben waren, wisst ihr? Also irgendwo hier muss das Porträt sein. Ja. Jetzt wissen wir aber, er muss seine Runde machen, dann können wir ihm hinterher, dann können wir uns auf der Seite verstecken. Wenn die Steuerung nicht so merkwürdig wäre, ne? Weil je nachdem, wie sich die Kamera dreht, verändert sich nämlich auch die Steuerung von Harry. Und das ist das Merkwürdige. Weil sie versucht eigentlich originalgetreu zu bleiben, aber versucht sich auch an die Kamera anzupassen. Oh, oh, oh. Geh weg. Geh weg. Guck nicht hier hin. Hier ist doch jemand. Alles klar. Wie soll ich das denn machen? Du kennst die Regel. Nachts wird nicht rumgelaufen. 5 Strafpunkte für Gryffindor. Oh. Die können... Oh. Das hatte ich entweder verdrängt oder ich wusste es tatsächlich nicht, dass wir uns Punkte abziehen können. Jetzt ergibt das aber tatsächlich Sinn, dass ich immer Probleme hatte. Ich meinte, ich müsste einfach an der Bibliothek vorbeigehen, um das Porträt zur verbotenen Abteilung zu finden. Ja, ich weiß doch, wo das Porträt ist. Okay. Die haben irgendwie ihren Weg verändert. Also irgendwo hier muss das Porträt sein. Nach da. Nein! Geh weg! Oh, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Er ist der Schlimmste. Jetzt ist die Frage, kann ich hier vorbei? Und dann steht hier hinten einer. Nein! Das Porträt. Bibliophil. Sehr schön. Okay. Zugegebenermaßen, ich hatte es schlimmer in Erinnerung, als es ist. Ich hatte nämlich irgendwie in Erinnerung, dass hier hinten noch einer rumstand. Und der hat mir immer Probleme gemacht. Aber das war wahrscheinlich dieser in lila Gewand. So, die verbotene Abteilung. Diejenigen von euch, die... Böse Regale. Ja, was ich sagen wollte, diejenigen von euch, die den ersten Teil, also das erste Let's Play, beziehungsweise das Let's Play von Harry Potter und der Stein der Weisen gesehen haben, merken erstmal, das sieht fast exakt so aus wie im ersten Teil. Fast. Denn ich bin der Meinung, hier unten standen im ersten Teil mehr Bücherregale. Und weniger Freifläche. Das ist aber, wenn das eine verbotene Abteilung ist, wieso ist hier dann ein Studiensaal? Sehr mysteriös. Nee, aber gut. Ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass wir so gut durchkommen. Muss ich gestehen. Ich hatte damals so krasse Probleme mit diesem Teil. Dem Stealth-Teil, nicht der Bibliothek. Ich hatte, glaube ich, gar nicht ausgeführt mit meiner Mutter. Die hat ja das Spiel gespielt. Und ich habe dabei immer zugeguckt, weil ich damals noch nicht so ein... Ja, damals war das mit mir und Videospielen noch nicht so extrem wie heute. Aber ich kann mich daran erinnern, dass sie richtig Probleme mit der verbotenen Abteilung hatte. Und... Au. Dass die Bücher auch noch Schaden machen. Und
damit ich jetzt endlich mal zum Punkt komme. Sie hat damals auch unseren ersten Controller geschrottet. Und das war ein Original, das war der Original GameCube-Controller, der der Konsole beilag. Den hat sie kaputt gemacht. Und dann hat sie, dadurch, dass wir ja nicht spielen konnten, das war auch so eine Sache. Sie hatte sich die Konsole damals gekauft ohne eine Memory Card. Diejenigen, die aus der Zeit kommen oder sich mit den älteren Konsolen ein bisschen auskennen, wissen, ohne Memory Card wird das nichts mit Speichern. Du kannst ohne Memory Card nicht speichern. Das heißt, jedes Mal, wenn du die Konsole ausgemacht hast, tja, musst du das Spiel komplett von vorne anfangen. Und wie gesagt, sie hatte keine Memory Card und dementsprechend hat sie dann das Spiel mehr oder weniger auch immer von vorne angefangen. Und ist dann bis hier hingekommen und von hier ist sie, glaube ich, nie wirklich weitergekommen. Denn es kommt ein Teil, da muss man hier gegen ein Bücherregal kämpfen. Das sehen wir wahrscheinlich im nächsten Part. Und ja, das war die Stelle. Oh Gott, komm! Dadurch, dass er so langsam hochgeht, kommt das Buch immer zurück, bevor wir oben sind. Da, seht ihr? Naja. Gut. Ja. Auf jeden Fall dieser Kampf gegen das Bücherregal. Und diese Bücher nerven mich gerade. Haben wir eigentlich noch irgendwie... Ja, wer soll hier eigentlich an die ganzen Bücher rankommen, wenn die Regale so hoch sind? Und weit und breit keine richtige Leiter, damit man da hochkommt. Und das Buch kommt zurück und schlägt mich runter, wa? Nee. Eigentlich muss man immer nur warten, bis die Bücher ihren Abgang machen. Jetzt. Dann kannst du rumgehen. Rein. Raus. Der Zyklus ist ein bisschen kurz. Naja, was soll's. So, Kürbispastete nochmal schön auffüllen. Toll, toll, toll. Denn wir werden unsere Lebensbalken brauchen. Wird nämlich noch lustig hier. Nein! Das glaube ich jetzt nicht. Der Controller hat nicht richtig reagiert. Terry hat sich umgedreht und springt den ganzen Weg wieder runter. Leute, wisst ihr was? Da wir jetzt eh schon über die 20 Minuten sind, mein Plan war eigentlich, da oben durch die Tür durchzugehen und dann da den Part zu beenden. Ich beende jetzt hier den Part, aber ich kletter nochmal den ganzen Weg offscreen hoch. Naja, was soll's. Gut, nächster Part, die verbotene Abteilung, das Buch Geschichte um Hogwarts. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ich tue es auf jeden Fall und ich sage tschüss und bis dann irgendwann, euer Renchi. Bye!